Wir sagen was Schönes, okay? Das sind die Seiten, sind Julio und Heino. Machen wir ja. Viva, weil er kennt den Viva. Ja, genau, mach mal dieses Viva. Warte mal, wow! Jetzt muss ich vorbereiten auf diese Artikel. So, wir versuchen Leute in der Spanisch dazu bringen, dass sie Spanisch lernen. Ah, ja, ja, okay. Viva, la vida. Viva, komm sowieso mit mir, machen wir was anderes. Do you want rock and roll? Nee. Nein! Das ist ja, was ist das? Sind aber dann alles nicht, also das sind alles so Stücke, die teilweise gecovert sind? Nein, sie sind nicht gecovert. Wir haben uns die Freiheit genommen, irgendwas zu interpretieren. Ach, ihr habt das interpretiert? Ist es die Interpretation, was wir machen? Was? Ich interpretiere meine Eltern. Von was lebt ihr? Von der Musik kann ja nicht sein. Was hat der Ilches jetzt gesagt? Was hat er gesagt? Ah, Puma. What did you say? Ich komme ja auf Ilches. Ein Quatsch, immer. Ja, Quatsch, gerne. Wie seid ihr denn, wie habt ihr denn zusammengefunden? Durch Zufall in Spanien, in Cordoba. Ja, ich habe ja ein Festival kennengelernt. Aber du sprichst besser Deutsch als ich. Komm, was? Nein, das kannst du nicht sagen. Ich habe einen Freund. Viel besser Deutsch. Ich habe einen Freund und dann waren wir irgendwo, wir waren in Las Vegas. Ja, genau. Andere Freunde zu besuchen, die Engelbert Humperdinck. Ja. Und dann kam es verrückte. Engelbert Humperdinck hat gemacht. Verrückte Ideen kamen. Ja, dann bist du schon verrückt, weißt du? Die spanische Version von Engelbert Humperdinck. Mach mal. Please, release me, let me go. Ja, das wäre auch was Neues. Von Las Vegas nach Spanien, dort haben wir genau. Und wen habt ihr dann getroffen? Bitte? Wen habt ihr dann getroffen? Raphael und wir sind eine große Familie. Wir sind zu dritt normalerweise als Basispersonen. Genau. Und du bist dann habt ihr nicht zufällig Heino getroffen. Ja, so blau. Das ist habt ihr auch getroffen? Wir versuchen Gitarre zu spielen und singen, aber das klappt nicht immer. Ja, sag mal, was ich ja immer gucken muss, ist, schrabbelt man sich da nicht die Finger bunt? Wenn ihr mit den Fingern da so schnell über die Seiten, da gibt es ja so eine Säule. Das sind Proteine. Hier kannst du das merken, hier. Ja. Oh. Schöne, dicke. Immer schön im Nagelstudio, immer schön. Sag ich, magst du das jetzt? So, was sollte ich eine kleine Exhibition hier machen? Ja, aber nicht jetzt, sondern... Exhibition ist. Exhibition ist jetzt, habe ich auch verstanden. Lass erst mal ein Video gucken nochmal und dann machen wir weiter. Okay. Dann zeigst du mal, wie das geht. So, wie gleich. Hier sind sie, die Gypsy Vagabonds. Yeah,
Oh, no.